Hallöchen, ich grüße dich von diesem wundervollen Fleck der Erde und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und das wird das letzte Video in diesem Jahr werden und ja, ein Jahresrückblick soll es werden und ich möchte einfach mit dir teilen, das was ich für mich sozusagen mache, wenn ich auf das Jahr zurückschaue, um nochmal zu ernten und ja, Dinge vielleicht noch zu lösen und zu klären, die sich vielleicht nicht so gut angefühlt haben. Und auch herauszufinden, warum haben bestimmte Dinge besonders gut geklappt. Ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht, da werde ich ab und zu mal drauf spiegeln. Die ganze Rückschau wird aus 3 Punkten bestehen. 3 Themengebieten. Und ich fange mal gleich mit dem ersten an. Die erste Frage oder das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, sind 10 Dinge, 10 Ereignisse, die mir spontan einfallen, die in diesem Jahr passiert sind. Und dann habe ich dazu geschrieben, was war das Wichtige an diesem Moment? Ja, also was fällt dir spontan ein? Also hier geht es wirklich immer um diese spontanen Momente, die so aus dem Bauch herausschießen, die anscheinend sehr prägend waren, weil sie dir jetzt als erstes einfallen. Und du nimmst die ersten 10 Dinge, schreibst sie auf und notierst dir dazu, warum diese Dinge wichtig für dich waren. Es können gute oder schlechte Ereignisse sein, also gut oder schlecht, ja, also so einfach herausfordernde Momente und sehr stärkende Momente, je nachdem, ganz egal. Also im ersten Punkt ist es das, was dir spontan einfällt, einfach 10 Ereignisse. Hier ist es ganz schön schwül. Ich hoffe, ihr findet die Nebengeräusche eher angenehm. Den ganzen Gequake und Geblubber von dem Wasser. Hier neben ist ein Reisfeld, wo ich gerade stehe. Wartet mal, vielleicht kann ich da mal rüberschwenken. Da ein kleines zumindest. Da. Genau, jetzt stelle ich dich wieder zurück. Ja, das war sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt, den du dir aufschreiben kannst oder wo du mal hinschauen kannst, sind 5 schwierige Momente aus diesem Jahr. Dinge, die dich herausgefordert haben, Dinge, die ja nicht so leicht zu nehmen waren, Dinge, die ja, einfach sich nicht so gut angefühlt haben, die traurig waren, die, wo du wütend warst, wo du nicht weiter wusstest. Ganz egal, solche Momente, die halt wirklich dich rütteln und geschüttelt haben. Es können kleinere und größere Schüttler sein. Und hier ist auch wieder die Frage, was hast du daraus gelernt? Also erstmal die 5 Dinge aufschreiben und dann jedes einzelne genauer betrachten. Was hast du daraus gelernt? Ja, was nimmst du mit aus diesem Ereignis? Dann schau noch mal genau hin, wie haben sich die Dinge gelöst? Also wie war dann das Wiederauftauchen aus diesen Erfahrungen, Erlebnissen, Ereignissen? Ja, oder aus diesen Phasen, manchmal sind es ja auch Phasen, da sind es nicht nur so Momente, Stunden, sondern da können es Tage oder Wochen oder sogar Monate sein. Für mich war dieses Jahr sehr herausfordernd, wenn du mich verfolgt hast. Wir sind ja jetzt so ein Jahr zusammen vielleicht schon unterwegs. Ich habe alles aufgegeben und klar, da gab es auch viele herausfordernde Momente. Genau, also die erste Frage, was hast du daraus gelernt? Und auch dahin zu schauen, wie bist du wieder rausgekommen? Und das dritte, was du dir bei jedem anschauen kannst, bei jedem Ereignis ist, wie waren die Umstände drumherum? Ich habe neulich bei Thich Nhat Hanh so eine wunderbare Meditation kennengelernt, wo es darum geht, Dinge loslassen zu können. Die positiven und auch die negativen Dinge, dass wir nicht so anhaften. Oft haften wir ja so an negativen Sachen an. Jetzt sind wir auch gerade bei den Sachen, die sich so nicht so schön anfühlen. Und hier einfach mal zu schauen, ja, dass du nicht alleine schuld daran warst, sondern das einzubetten in die ganzen Umstände. Welche Umstände haben sozusagen das ganze Ereignis dann ergeben. Ja.
War der andere vielleicht gerade nicht in einer guten Phase? War der Mondzyklus irgendwie komisch? Oder hast du was Schlechtes gegessen gehabt? Oder du hattest gerade vorher irgendwie, die Verkäuferin hat dich angeraunzt? Oder ja, also was sind die Umstände dieses Ereignisses, die vielleicht dazu geführt haben, dass sich das so zugespitzt hat? Ja, und vielleicht hilft dir das, dich daraus so ein bisschen zu lösen damit. Ja, dass du merkst, es liegt nicht an dir alleine, sondern es ist die Summe von vielen Umständen, die zu diesem Ereignis geführt haben. Ja, und schau da nochmal hin. Bei jedem einzelnen Ereignis schau da nochmal hin. Und dann sind wir schon beim dritten Punkt, den du dir aufschreiben kannst. Du kannst am besten immer zwischendurch auf Stopp drücken und dann gucken, weiter gucken, wenn du es aufgeschrieben hast, damit du auch wirklich was daraus mitnehmen kannst. Der dritte Punkt ist 5 Stärkenereignisse, die in diesem Jahr passiert sind. Was hat dich genährt? Was hat dich gestärkt? Was waren so Höhepunkte dieses Jahres? Schreib da 5 Dinge auf. Ja, warum? Und dann die erste Frage dazu, zu jedem einzelnen Ereignis. Warum waren diese Dinge toll? Also was hat dich gestärkt daran? Was hat dich genährt? Was hat dir die Freude gebracht? Ja, warum war dieses Ereignis so schön? Schau da mal hin. Und dann schau auch bei den guten Ereignissen als zweite Frage, was waren die Umstände, die dazu geführt haben? Auch hier wieder. Bette das ein in das große Ganze und schau, was alles dazu beigetragen hat, welche Umstände, dass du diese schöne Erfahrung machen dürftest. Und dann kannst du vielleicht diese Umstände wieder herbeiführen, um dir einfach ein schöneres Leben immer zu kreieren. Oder ja, vielleicht ist es die Meditation, die regelmäßige, die dich dann auf die Dinge schauen lässt und ja, wo du dann mit Gleichmut drauf gucken kannst. Ich schaue noch mal kurz auf meinen Spickzettel, ob ich noch was vergessen habe zu dem letzten Punkt. Ah ja, ich habe auch hier noch eine dritte Frage, genau, also was hat dich gestärkt und wie hat es dich gestärkt? Gut, also ich fasse nochmal kurz zusammen die 3 Punkte. Der erste Punkt, 10 Ereignisse, die dir spontan einfallen aus diesem letzten Jahr, 2017. Die zweite Frage, welche Ereignisse waren schwer für dich? Und die dritte, was waren Stärkenereignisse? Und damit entlasse ich dich in diese wunderbare Zeit. Für mich ist es immer eine ganz besondere Zeit nach Weihnachten und dann Neujahr. Ja, diese Zeit zwischen den Jahren nennt man sie ja auch. Ich finde es wirklich immer eine magische Zeit, weil es für mich da keine Zeit gibt. Ich melde mich in der Zeit immer bei niemanden. Das ist wirklich so eine Innenschau. Vielleicht hast du auch schon mal von den Rauhnächten gehört. Die sind ja auch in dieser Zeit. Manche fangen am 21. an, andere fangen am 24. an, die Rauhnächte zu rechnen. Die gehen bis zum 6. Januar. Und genau diese Zeit ist so eine magische Zeit, wo die Türen zur anderen Wirklichkeit auch sehr dünn sind und wo du quasi schauen kannst in dein, ja, wie soll ich es nennen, da wo dein wahres Wesen zum Vorschein kommt, ja, ohne das, was dir anerzogen wurde, ohne die Ängste und ohne das, was wir alles so durch die Gesellschaft vielleicht noch dazu bekommen haben, ja, und da kannst du auch ein bisschen so in die Zukunft schauen, in dieses, was für dich vorherbestimmt und so Sachen. Vielleicht magst du dich auch mit den Rauhnächten noch mehr beschäftigen. Da gibt es wundervolle Videos bei YouTube. Und ja, mir bleibt nur noch übrig, dir einen wundervollen Jahreswechsel zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Es kann sein, dass ich Anfang des Jahres eine kleine Pause einlege, um einfach ein bisschen, ja, Innenschau zu halten und ein bisschen, ja, wirklich diese Zeit auch für mich zu nutzen und zu schauen, wie es weitergeht für mich. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem festen Ort für mich und merke, dass da noch einiges zu befreien gibt in mir. Und da werde ich mich jetzt auch ein bisschen zurückziehen zu meditieren und in einen Ashram
Genau, und schweigen und meditieren und das ganz ausgiebig. Genau. Also, alles Liebe dir und hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos. Vielleicht magst du da weiterschauen und dir die Zeit vertreiben. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich da immer sehr drüber, wenn ich merke, ah ja, das sind Themen, die dich interessieren. Und vielleicht hast du auch noch einen Tipp, was du bei deiner Rückschau noch ergänzen würdest. Dann schreib das gerne in die Kommentare und lass uns da so einen Pool an tollen Fragen zur Rückschau sammeln. Bis zum nächsten Video. Ciao!